Seien Sie herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Mein Name ist Manni Breukmann. Neben mir begrüße ich Frank Buschmann. Dankeschön, Manni. Ich grüße Sie auch alle recht herzlich und freue mich auf dieses Fußballspiel und hoffentlich auf Spitzenfußball. Freistoß und sie haben einige Freistoßspezialisten in ihren Reihen. Subotic vom Torwart gefälscht. Der Ball, er ist im Gehäuse. Er trifft doch sonst nicht mal das Garagentor, aber jetzt hat er zugeschlagen, Buschi. Ja, sieht man bei ihm äußerst selten, denn normalerweise liegen seine Qualitäten eindeutig. Klasse erwischt diesen Kopfball, Druck hinter die Kurbel gebracht, aber glänzend pariert. Berbatov. Jetzt sollen die Gäste verstärkt auf Abseits spielen, wenn ich das richtig beobachte. Ja, Manni, scheint so zu sein. Hoffentlich haben sie das genug trainiert. Das ist eine knifflige Angelegenheit. Eckball. Können die da was draus machen? Blazikowski. Gute Aktion vom Torwart, rechtzeitig rausgekommen. Der Ball war im Tor aus, Ecke für Borussia Dortmund. Kopfball, er hält ihn fest, er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Hier könnte sich eine Chance entwickeln. Flanke fliegt in den 16er. Naja, da sagt der Abwehrspieler vielen Dank bei einem solchen Flankenball. Gondogbia. Das Tackling, aber es ist gut gegangen. Nach vorne, offensiver spielen, so deute ich die Zeichen des Trainers der Heimmannschaft. Das darfst du aber auch nicht übertreiben, dann kann es nämlich nach hinten losgehen. Und so bereinigt man eine solche Situation. Zweikampf um den Ballbesitz. Super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Das könnte gefährlich werden, denn der schießt immer sofort und platziert. Gut mitgespielt, er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Super Flanke. Die Zuschauer sehen, auf diese Abwehr ist Verlass. Falcao, wird er heute die Erwartungen erfüllen, Frank? Ja, das ist ja seine große Stärke, dass er immer anspielbar ist, dass er den Ball gut abschneidet. Achtung! Alle Achtung, gegen diesen harten Schuss eine klasse Parade. Ricardo Carvalho. Gündogan.
Von seinem Körper rollt der Ball ins Tor. Ein weiter Pass und da wartet Falcao. Rodriguez. Ein ganz schwaches Zuspiel, deswegen geht der Ball ins Aus. Kehl. Reus. Bitte rein! Wir alle wissen es. Er weiß es jetzt auch. Wieder einmal. Das ist ein schwacher Fuß. Aber Manni, auch mit dem schwachen Fuß, also das geht schon besser. Błażejkowski. Nein, das sind keine Egoisten. Sie helfen ihm. Vermutlich soll das Gastteam jetzt Abseitsfalle spielen. Sieht ganz danach aus, aber dabei ist natürlich immer höchste Vorsicht geboten. Aus. Falcao! Abseitsentscheidung korrekt. So, das ist Abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Wir belegen das mit der Zeitlupe. Das Gespann hat sofort gesehen. Falcao! Würde die Gastmannschaft jetzt auf das Mittel der Abseitsfalle setzen. Und das ist natürlich immer gefährlich, wenn da nur einer hinten versagt und die Falle nicht zuschnappt, dann wird es teuer. Schuss und er trifft. Sie haben einen Lauf im EA Cup. So kann man den aktuellen Spielstand zumindest deuten. In dieser Form können Sie in diesem Wettbewerb noch viel erreichen. Seine Stärken gehalten zunächst und wieder ist er da mit einer guten Parade. Der Ball ist im Aus, Eckball. Ganz schlechte Ecke. Schöne Attacke, erster Preis, der Ball. Bender. Sie holen sich die Kugel auf dem Flügel. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2:0. Was soll der Trainer machen? Er ist jetzt gefragt, er bringt noch mal einen frischen Mann. Sie müssen hier was unternehmen, wenn sie nicht verlieren wollen. Und vielleicht, so sagte sich der Coach, klappt's mit einem frischen Spieler. Der Schiedsrichter sagt, alles ist in Ordnung, jeder steht in seiner Hälfte, die zweite Halbzeit beginnt. Schmelzer. Abseitsentscheidung korrekt.
Kiesecke bewegt den Ball. Jetzt sollen die Gäste verstärkt auf Abseits spielen, wenn ich das richtig beobachte. Ja, Manni, scheint so zu sein. Hoffentlich haben sie das genug trainiert. Das ist eine knifflige Angelegenheit. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. João Moutinho. Rodriguez. Ein Versuch der Balleroberung. Nach vorne. Offensiver Spiel. So deute ich die Zeichen des Trainers der Heimmannschaft. Das darfst du aber auch nicht übertreiben. Dann kann es nämlich nach hinten losgehen. Piszczek. Möchte ich doch mal gerne die 100 Meter Zeit wissen. Wie schnell denn? Definitiv zu schnell für alle Verteidiger. Wahnsinn. Gute Übersicht. Im richtigen. Und jetzt. Rodriguez. Hallo, da verlieren Sie den Ball. Das könnte jetzt gefährlich werden. Berbatov, das Bällchen versucht mit dem Kopf. Und der Ball erzappelt. Im Netz. Wir haben es schon so oft erlebt, vielleicht passiert es diesmal auch. Ein neuer Mann und es gibt doch keine Niederlage. Reus. Jetzt haben sie sich den Ball im Mittelfeld zurückgeholt. Mal gucken, ob sie von dieser Balleroberung profitieren können. Entwickelt sich möglicherweise was. Lajkowski bewegt den Ball. Achtung! Und auf der Linie gerettet. Abgefälschter Ball und im Aus. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Tja, diese Ecke hat wirklich nicht viel gebracht. Flankenball auf Falcao. Vermutlich soll das Gastteam jetzt Abseitsfalle spielen. Sieht ganz danach aus, aber dabei ist natürlich immer höchste Vorsicht geboten. João Moutinho. Gündogan. João Moutinho. Und jetzt haben sie die Chance. Klare Sache, gibt Abstoß. Rückpass zum Torhüter. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Nicht mehr lang bis zum Schlusspfiff. Ob sie wohl noch das Tor zum Ausgleich schaffen können? Das wird, guck mal hin! Besser und härter kannst du nicht schießen. Aber besser kannst du auch nicht halten.
Die Schlussphase läuft, die Schlussphase ist angebrochen. Und ich glaube, die wird noch mal so richtig spannend. Die Möglichkeit. Jetzt sehen wir die Ballbesitzstatistik. Und die ist, wie wir ja sehen, völlig ausgeglichen. Ja, da wird auf beiden Seiten fleißig gewechselt. Falcao. Und Achtung, genau hingeschaut. Führung dahin, die sie so verzweifelt verteidigt haben. Und jetzt müssen sie sich noch mal voll reinhängen, wenn sie wirklich aufsteigen wollen. Und sie haben doch tatsächlich noch mal zugeschlagen. Ich hätte es nicht für möglich. Überragend. Was für ein Fußballspiel, was für eine Dramatik. Wer jetzt abschaltet, ist selbst schuld. Wir erleben hier ein Drama, ein unglaubliches Fußballspiel. Balleroberung im Mittelfeld. Lewandowski. Wojciechowski bewegt den Ball. Falcao. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Nach 90 Minuten steht sie immer noch unentschieden. Das heißt, das Spiel wird in der Verlängerung entschieden. Vielleicht sogar erst im Elfmeterschießen. Es wird noch mal eine Auswechslung geben. Vielleicht soll der Gegner noch mal ein bisschen verwirrt werden. Er bringt einen neuen Spieler. Gucken Sie sich das an. Die Spieler sehen alle schon ein bisschen müde aus. Wer will Ihnen das verdenken nach 90 Minuten? Aber jetzt müssen Sie sich für die Verlängerung irgendwie noch mal neu motivieren. In der Mitte, da warten Sie schon. Eine gute Flanke, aber der Gegenspieler ist dazwischen. Lewandowski. Jetzt sollen die Gäste verstärkt auf Abseits spielen, wenn ich das richtig beobachte. Ja, Manni, scheint so zu sein. Hoffentlich haben sie das genug trainiert. Das ist eine knifflige Angelegenheit. Peter attackiert. Herrliche Flanke. Wojciechowski! Logisch, das muss Eckball geben. Subotic! Damit liegen sie nun vor in dieser EA Cup Partie und dieser Treffer könnte sich noch als überaus wichtig erweisen. Besonders dann, wenn hier nichts mehr passiert. Aber das wollen wir natürlich nicht hoffen. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Ecke Tor, so einfach kann Fußball sein. Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Gefährliche Flanke. Oh, die Flanke. Toll, wie er das macht.
So, das könnte jetzt ihre letzte Chance zum Ausgleich sein. Die Partie wird mit dieser Abseitsentscheidung unterbrochen. So, das ist Abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. Jawohl, abgefangen. Großkreuz. So, jetzt ist die Abwehr zur Stelle. Abseits, er gibt Abseits. Ich weiß nicht, ob das nicht noch gleiche Höhe war. Wer will ihn? Den Ball, da liegt er doch. Jetzt sind wir gespannt auf die zweite Hälfte dieser Verlängerung. Ja, da kommt was auf uns zu. Guck mal hin! Ausgleich! Ausgleich im letzten Augenblick! Der Schiedsrichter hatte doch die Pfeife schon im Mund. Was hat uns der große Alte gesagt? Wie lange dauert ein Fußballspiel? Bis der Schiedsrichter abpfeift. Und hier ist noch nicht Schluss, aber das haben sie sich erarbeitet. Könnte das Spiel entschieden worden sein. Tja, was soll man da in der Verteidigung machen? Vielleicht zwei, drei Basketballer verpflichten, so hoch wie der springt. Ein sensationelles Tor. Das ist kein Fußballspiel. Das ist ein Schützenfest. Unglaublich. Das Stadion kocht, Buschi. Die Fans spüren genau, dass da noch was geht. Und jetzt ist mentale Stärke gefragt und natürlich diese unfassbare Rückendeckung durch die Fans. Das könnte entscheidend sein. Zu früh gestartet. Abseits. Rodriguez. Wenn ich den Gästetrainer da richtig deute, dann sollen die Flügelspieler jetzt öfter mal... Und der ist alleine durch! Bleibt es bei der knappen Führung 5 Minuten vor dem Ende der Verlängerung oder gibt es doch noch Elfmeterschießen? Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Falcao. Blachikowski. Und nach wie vor ist er sehr aufmerksam in den Zweikämpfen. Noch mal was an. Der könnte passen. Super Flanke. Nein, der Pass kommt nicht an. Da haben sie hinten in der Abwehr gut aufgepasst. Vorteil, sie dürfen weitermachen. Mir gefällt der Schiedsrichter. Lässt das ein bisschen an der langen Leine. Der Sieger der Partie, Borussia Dortmund.